zu einem Special Video heute. Ja, wie ihr sicherlich schon im Titel gelesen habt, heute zeige ich euch den größten FIFA-Bug. Und wie der funktioniert, das seht ihr dann gleich. So, und zwar müsst ihr erstmal euch einen Spieler nehmen, mit dem ihr gut schießen, den ihr gut kontrollieren könnt, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt hier einfach mal Douglas Costa genommen, weil er mir einfach in dem Spiel gefällt. Und zwar geht ihr jetzt in den Strafraum rein und drückt hier die Steuerkreuz-Taste, so dass ihr dann einen Elfmeter bekommt. Um den zu versenken, den müsst ihr nicht versenken, ihr benutzt dann diese Taste, also LT, und damit könnt ihr hier so einen blauen Punkt machen, wo ihr seht halt, wo ihr hinschießt. Dann schießt ihr den Elfmeter ganz gechillt an die Latte und hofft, dass der Ball wieder zurückkommt. Jetzt hat es gerade gefailt. Ja, wie gesagt, Steuerkreuz, also der Ball muss halt nur im Elfmeterraum sein. Dann könnt ihr schon Steuerkreuz drücken und kriegt den Elfmeter. So, jetzt macht ihr den Elfmeter hier an die Latte, holt ihn euch zurück. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund den Torwart. Juckt einfach nicht. Er denkt, der Ball wäre weg und es passiert gar nichts. Und so könnt ihr dann relativ geile Tore machen. Rabona-Tor. Und der Torwart macht gar nichts. Dieser Trick funktioniert aber dann halt nur, bis der Ball im Aus oder im Tor ist. Also danach, wie ihr seht, hält der Torwart wieder die Bälle. Und dann gehen wir hier wieder in den Strafraum, schießen den Elfmeter an die Latte, holen ihn uns, gehen hier mal so ein bisschen weiter zurück und dann machen wir jetzt einfach mal ein Top-Tor, würde ich mal sagen. Wir gehen hier einfach in die Mitte, den Torwart juckt's nicht, der guckt einfach zu. Lalala, wir machen hier so ein paar Skills, ihn juckt's einfach gar nicht, was wir hier machen. Er sieht es auch nicht ein, rauszukommen. Und ja, dann machen wir so ein ganz gechilltes Tor. Und ja, probiert den Trick auf jeden Fall mal aus. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Ich zeige euch mal noch was, was man noch machen kann, was wahrscheinlich viele von euch machen werden. Ihr geht hier einfach rauf, schießt den Elfmeter wieder an die Latte, holt euch den Ball, lalalala, läuft hier so ganz gechillt zurück und dann schießt du einfach mal rauf und der Torwart macht einfach gar nichts. Ja, meine lieben Leute, hoffentlich hat euch dieser Trick gefallen. Also ich habe ihn einfach mal so zwischendurch rausgefunden. Wie gesagt, ich übe manchmal so die Skills, die Skill-Moves und da bin ich einfach mal in die Trainingsarena gegangen und wollte mal so ein bisschen Skills üben und dachte, habe dann so einen Elfmeter gehabt. Und dachte mir so, schieß mal an die Latte. Und dann habe ich das so gesehen. Und dann hat der Torwart einfach nichts gemacht. Der geht einfach, wie in den ganzen Beispielen, juckt ihn nicht. Der bleibt da einfach stehen und ärgert sich, dass er ihn irgendwie nicht gehalten hat. Und dabei ist der Ball noch im Spiel. Hat er irgendwie nicht geschnallt. Und ja, falls euch dieses Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Folgt mir auf Facebook und Twitter. Alles in der Infobeschreibung. Infobox. Ihr seid die Besten. Euer Coach, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Hallo meine lieben Leute, da bin ich wieder. Was heißt wieder? Da bin ich auf jeden Fall nochmal. Ich wollte euch noch schnell was sagen. Falls euch diese Videos gefallen, smasht auf jeden Fall mal den Like-Button, damit ich weiß, dass ich solche Videos öfter bringen kann. Und damit ihr mir halt zeigen könnt, dass euch solche Videos gefallen. Ich habe mir einfach mal so überlegt, ob ich vielleicht so FIFA-Lifehacks, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Ideen habt. Ob ich sowas mal jede Woche, beziehungsweise jede zweite Woche oder jede, alle zwei Tage, nee, nicht alle zwei Tage, irgendwie bla, bringen soll. Und falls euch diese Videos gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt es mit euren Freunden. Ich bin raus und ciao.